Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Sarah Harrison Food Vibes, glaube ich, Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der hat 89,90 Euro gekostet und soll einen Warenwert von 300 Euro beinhalten. Nicht nur ich habe ihn bestellt, sondern auch die liebe Nicole vom Kanal Chiquitas Place schaut gerne für eine zweite Meinung bei ihr vorbei. Und ja, ich habe ihn jetzt hier, da soll allerhand drin sein. Ich denke, vor allem Food werden wir hier drin finden, aber auch so ein paar Beauty-Artikel. Ich würde mich mega freuen, wenn wir auch ein bisschen was von der Marke von Sarah Harrison selber finden würden, ne, dass man das mal ausprobieren kann. Würde auf jeden Fall Sinn ergeben. Vom Design her ist das Ganze doch schon sehr hübsch gestaltet. Das ist ein Boxen-Adventskalender. Der schaut von innen so aus. Erinnert mich wie eine, erinnert er mich an eine riesige Version von dem No Cosmetics vom letzten Jahr. Und ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick hinein in dieses riesengroße Schätzelein. Und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, wo wir schon mal beim Reim sind, abonniere doch super gerne meinen Kanal und begleite mich auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Starten wir doch mal diese Reise am 1. Dezember, die sehr, sehr leicht ist. Okay, also das Ganze startet meiner Meinung nach, also normalerweise sollte ein Adventskalender mit einem Banger-Produkt starten. Die Frage ist, ist das ein Banger-Produkt? Man weiß es nicht. Hier steht jetzt nicht bei, von welcher Marke das sein soll. Es ist auf jeden Fall eine Flügel-Haarklammer. Finde ich wunderschön. Wirklich. Ich liebe die Farbe und ich finde es auch total abgefahren. Aber ich muss gestehen, dass ich das nicht tragen werde, weil das nicht mein Vibe ist. Nee, glaub nicht. Aber süß ist es auf jeden Fall, ne? Weiter geht die wilde Reise am 2. Dezember. Oh ja, wir müssen natürlich auch einen schönen hohen Warenwert erreichen. Und das schafft zum Beispiel unter anderem dieses Produkt. Das ist von Mud Masky, der Vitamin A Booster Blue Clay Mask. Das ist ein super tolles Produkt mit 60 Millilitern. Ich mag sehr, sehr gerne die Produkte von Mud Masky. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich das in Boxen, in Adventskalender drin habe. Hier muss man ein bisschen aufpassen, weil das sehr aggressiv für, ich sag mal, sensible Haut sein kann, weil wir hier sowohl Clay, also Lehm drin haben, das heißt, es kann ein bisschen schrubbeln und austrocknend sein. Und wir haben Vitamin A mit am Start, das macht die Haut ein bisschen lichtempfindlicher, also das am besten abends anwenden. Selbstverständlich auch mit dabei ist eine sehr leichte Nummer 3, ob wir hier auch wieder ein Füllprodukt drin finden? Nee, da ist etwas von Hashtag BeRoutine drin und zwar eine Lippenbooster-Ampulle, aufpolsternder Push-Up-Effekt für die Lippen. Ja, das ist ein Milliliter, das reicht aber für mehrere Anwendungen. Also ne, macht das irgendwie so, dass ihr da jetzt, also ihr braucht ja nur einen Tropfen davon für eure Lippen. Weil das ganze Ding würde ja fürs ganze Gesicht reichen. Also ich habe es schon mal angewendet und habe dann einfach den Rest im ganzen Gesicht verteilt. Man kann das aber auch einfach irgendwie, ne, dass man das irgendwie zuklebt mit ein bisschen Tesa oder so. Weil ansonsten wird das Produkt natürlich irgendwann eintrocknen. Aber naja, ist hier in der Nummer 3 drin. Hier haben wir die Nummer 4. Also bislang ist das Ganze sehr, sehr beauty-lastig. Dann haben wir hier eine Mascara von Rosenthal Organics drin. Da habe ich euch letztens den Adventskalender ausgepackt, im i verlinkt. Da habe ich auch diese Mascara einmal drüber getragen. Das wird jetzt auch wenig Sinn machen, das jetzt wieder drüber zu machen. Naja, das ist die Growth Mascara Lengthening and Volumizing. Das hat schon ordentlichen Wert, Leute. Das kann man nicht anders sagen. Und die habe ich aber noch nicht solo auf meinen Lippen getestet, sodass ich da noch nicht sagen kann, wie ich die finde. Aber mega nice, dass wir eine Mascara drin haben. Direkt darüber finde ich den 5. Dezember, das ist ein Tag von Nikolaus und hier haben wir was drin von, ich glaube, Invisibobble, oder? Nee, von Parsa, Hair Hero, The Scrunchie, also ist vielleicht auch die Haarklammer von Parsa, das muss ich alles noch recherchieren, ne? Bella Rosie habe ich hier drin. Ich glaube, das passt schon zu, ja, zu Sarah Harrison, oder? Weil die hat doch auch öfters mal so etwas niedlichere Sachen und das ist aber ein Scrunchie, der ein bisschen spezieller ist, denn der ist hier hinten irgendwie wie so eine Krake oder so. Das heißt, wenn du dir so einen Bommel machst, ne, kannst du das so richtig da drum machen und das hält sich auch richtig doll fest. Das ist natürlich richtig geil. Das finde ich mega abgefahren. Mag ich gerne leiden. Schauen wir mal in den 6. Dezember. Das ist Nikolaus und das darf auch gerne was Besonderes sein. Mal gucken, ob man in Dubai auch Nikolaus feiert. Okay, wir haben von Real Techniques hier was drin enthalten. Ich glaube, das war auch ein Sneak Peek. Ein Zweierpack von diesen Puffels. Das ist ganz interessant. Miracle 2-in-1 Powder Puff Duo. Ich verwende ja sehr gerne diese Powder Puffs, ne? Einfach um Puder einzuarbeiten. Und hier hast du wohl irgendwie die Möglichkeit, dass du, das sieht man hier ja auch, ne? Dass du auf der einen Seite wirklich einen Schwamm hast und auf der anderen Seite hast du dann deinen Powder Puff. Finde ich eigentlich ganz geil. Das muss ich mal ausprobieren.
Der 7. Dezember möchte schon nach unten hier abhauen. Was ist das denn hier? Da haben wir ein Gewürz drin von Ostmann. Sehr schön. Let's do Avocado, ein crunchy Topping. Da sind 70 Gramm drin und ich glaube, viele von euch werden das feiern, weil zum Beispiel auch bei Just Spices dieses Avocado-Topping super beliebt ist. Ich würde es vielleicht auch einfach zweckentfremden und dann auch als Stullengewürz oder so nehmen. Ja, da hast du ja auch irgendwie Salz, Zwiebeln, Paprika, Pfeffer, Sesam, Tomate, Knoblauch, Petersilie, Kurkuma, Rapsöl und Zitrone drin. Das kannst du ja auch auf andere Sachen drauf machen, weil wir essen zum Beispiel nicht so ultimativ viel Avocado. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und ich bin sehr, sehr erstaunt bei diesem Adventskalender, dass wir hier doch deutlich mal andere Marken und auch andere Produkte drin haben, als in anderen Adventskalendern. Das gefällt mir. Hier haben wir endlich auch was von Samian drin enthalten. Smoothing Hand Cream, eine pflegende Handcreme, ist hier mit 50 Millilitern am Start. Finde ich super. Also, ne, weil das erwarte ich auch bei einem Sarah Harrison Adventskalender, dass die einfach Produkte aus ihrer eigenen Pflegelinie, aus der eigenen Marke mit reinbringt. Gibt ja auch irgendwie so ein mehr Vibe zu ihr selbst, ne? Also ich habe Sarah Harrison damals geguckt, als sie Sarah Novak war und dann quasi in den ersten TV-Formaten aufgetreten ist. Irgendwann habe ich ihr dann nicht mehr so gefolgt, leider, aber ich mochte sie damals, ich glaube beim Bachelor war das, ne? Super, super gerne. Und sie war ja auch auf YouTube sehr aktiv, also das habe ich schon verfolgt, aber später dann halt nicht mehr so intensiv. In der Nummer 9, dürfen wir uns... Es ist echt ein schöner Adventskalender. Dürfen wir uns über etwas von Kneipp freuen. Badekristalle hab dich lieb mit Himbeere und Preiselbeere. Das finde ich schön. Leute, so ein bisschen Herzenswärme in so einem Adventskalender finde ich knuffig. In der Nummer 10 darf es mit irgendwas Großem, aber sehr Leichtem weitergehen. Ja, wir haben hier einen Stift drin enthalten von Jean Lassalle. Das ist ein Lip Liner, mag ich gerne. Das ist in der Farbe 3, glaube ich. Weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall, ja, 3. Ein sehr schöner, dunklerer Nude-Ton. Und ich glaube, dass sowas auch aktuell sehr angesagt ist. Entweder komplett auf die Lippe und ein bisschen Lipgloss drüber. Oder dass du dir einen ähnlich passenden Lippi dann da drüber gibst. Ne? Ist eine schöne Farbe. Man kann sich auch eine schöne Ombre-Lippe damit machen. Das finde ich cool. Die erste Schnapszahl. Der 11. Dezember ist hier in meinen Händen und hier hat sie, das finde ich sehr charmant, etwas von Bilou reingegeben. Extra sauer Kaugummi, Slushy Apple Flavor, das mit 24 Gramm. Sowas finde ich wirklich charmant. Nicht nur, weil ich glaube, dass die Community das feiern wird, dass etwas von Bilou drin ist, weil ich glaube, die sind total beliebt, ne? Sondern auch, weil Support ist kein Mord, dass eine Influencerin, eine andere Influencerin quasi supportet, indem sie was von ihr mit in ihren Adventskalender reinpackt. Das finde ich schön. Das mag ich wirklich, wirklich gerne. Halbzeit, der 12. Dezember. Das ist ein alter Bekannter. Okay, das ist von Bella Pierre Cosmetics, das der Mineral Blush in der Farbe Desert Rose. Das ist eine Originalgröße und das hatten wir öfter schon mal in Boxen drin, in Adventskalendern drin. Es ist eine wunderschöne Farbe. Ich komme damit leider nicht ganz so gut zurecht, müsste ihn aber selber auch noch da haben. Also bislang, der Adventskalender macht mich wirklich glücklich. Es ist ein überraschender Adventskalender und man fühlt sich schon so, als würde man auch gut was für sein Geld bekommen. Machen wir am 13. Dezember mit der zweiten Halbzeit weiter. Auch hier ist ein, ich sag mal, Boxenprodukt drin von I Want You Naked, das Body Mist Golden Glow. Ist aber ein schönes Produkt, muss ich sagen. Wir haben hier 30 Milliliter drin und sowas kann man halt wirklich verwenden für die Haare. Du kannst es verwenden für den Körper, dass du quasi im Sommer so ein bisschen shiny piney auf die Beine bringst oder du machst es hier so im Dekolleté-Bereich oder so, ne? Und so ein Glow-Produkt passt auch irgendwie in einen Adventskalender, würde ich sagen. Am 14. Dezember ist etwas drin, was das ganze Kläppchen ausfüllt von einer Marke, die mich vom Adventskalender her leider etwas enttäuscht hat, mein Sohn aber sehr glücklich gemacht hat, weil er ratzeputz alles weggegessen hat. Hier haben wir von Three Bears das, wie cool ist das denn, Hafer Crunch Granola drin enthalten mit 45 Gramm. Und das ist sowas von passend, weil einfach Sarah Harrison scheinbar genau diese Sorte mit designt hat. Großartig. Finde ich großartig. Genau sowas brauche ich in solchen Adventskalendern. Das ist schön. Was von der eigenen Marke, was von den Partnern, mit denen sie zusammenarbeitet, etwas oder so auch so Produkte, die sie als Limited Edition zusammen mit einem Partner rausgebracht hat. Das ist schön. Der 15. Dezember ist etwas leichter und hier haben wir von Eylure etwas drin enthalten. Das sind diese Dreiviertelwimpern. Da ist auch direkt ein Kleber mit am Start und ja, das ist einmal diese hier. Also ich persönlich trage keine künstlichen Wimpern, da freue ich mich doch eher über die Mascara. Aber schön, dass es drin ist, glaube ich. Ne? Freundinnen von mir habe ich die schon mal so auch aufgesetzt und auch geschenkt und die haben sich echt darüber gefreut.
am 16. Dezember haben wir ein quadratisch praktisch gutes Büchslein. Und hier drin haben wir von Cool Ray Spice and Easy Instant Sauce Bio-gelbes Thai-Curry mild scharf. Interessant, 50 Gramm sind hier drin. Die Marke sagt mir so gar nichts, aber ich finde es super, super spannend. Dazu dann noch so ein paar Zutaten und dann hast du es doch irgendwie. Finde ich richtig nice. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember und hier drin haben wir einen Hitzeschutz von Feschi. One Heat Wonder, okay. 50 Milliliter sind hier drin enthalten. So schaut es aus. Und ein Hitzeschutz für die Haare kann man immer sehr gut gebrauchen. Ich benutze auch Hitzeschutz, selbst wenn ich mir die Haare nur föhne. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Der 18. Dezember fühlt sich an, als wäre er leer. Hoffentlich ist es nicht. Ist er nicht. Hier habe ich ein Lip Pad Mask von Yuti drin enthalten. Okay, die zweite Hälfte fühlt sich tatsächlich nicht so geil an wie die erste. Bin ich ehrlich. Das ist jetzt irgendwie noch nicht so Gravum-mäßig. Da muss jetzt noch ein bisschen was mehr kommen, denn so eine Lippenmaske ist jetzt auch nicht so der Hit, ne? Und ja, mehr cool bitte. Der 19. Dezember. Hier ist was von Samian auch wieder drin, das finde ich toll. Es ist eine Handseife, die einfach nach Seife riecht. Okay, ein bisschen aquatisch ist das Ganze. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Gramm hier drin sind. Muss ich mal recherchieren. Aber so schaut die auf jeden Fall in ihrem Säckchen aus. Ist ein süßes Organza-Säckchen. Und hier haben wir dann so ein Herz drin. Und schon befinden wir uns im 20er-Bereich. Am 20. Dezember habe ich irgendwas Schweres hier drin. I Want You Naked ist hier nochmal am Start mit einem Haaröl. Das mag ich. Das finde ich cool. Nourishing, ein nährendes Haaröl. Und das dürfte auch eine Originalgröße sein. Wo haben wir denn die Milliliter? 30 Milliliter sind hier drin. Und I Want You Naked ist eine Marke, die ist nicht günstig und die ist tatsächlich auch von den Inhaltsstoffen relativ natürlich und relativ gut, muss ich sagen. Ja, hier haben wir einmal das Haaröl und da bin ich sehr gespannt drauf. Ich weiß noch nicht, ob ich das nicht sogar schon mal verwendet habe. Ich habe es auf jeden Fall noch nicht leer gemacht und ja, ich verwende jeden Morgen Haaröl. Mache ich mir so in die Längen und Spitzen rein so ein bisschen, ne? Und das hilft einfach, damit die Haare nicht brechen. Auch die Nummer 21 fühlt sich super leicht an. Also, ja, da haben wir Augenpatches drin. Oh, cool. Richtig cool. Von Shabens Gold Hydrogel Augenpads. Ja, Anti-Age-Effekt für eine glatte Augenpartie mit Gold, ne? Aloe Vera und Niacinamiden. Ja, da sind einfach zwei Pads drin. Finde ich total super. Verwende ich sehr, sehr gerne. Und ja, kann ich mir gut vorstellen, dadurch einfach auch mal so einen kleinen Mini-Spa-Moment vielleicht zusammen mit den Badekristallen dann abends mal in der Wanne abzuchillen oder so. Hui, die Nummer 22, die zweite und letzte Schnapszahl ist super schwer. Das finde ich auch cool. Pesto Verde haben wir hier drin von Just Spices. Und das ist ein Pesto mit Basilikum, dürfte auch mit 130 Gramm eine Originalgröße sein. Feiere ich absolut. Also sowas mag ich sehr gerne. Mein Freund ist nicht so ein Fan von grünem Pesto. Ich wohl. Und wenn ich mal eben schnell ein paar Nudeln für Julius und mich mache, dann mache ich mir Pesto drauf und er kriegt dann da halt andere Sachen drauf. Und ich glaube, das ist echt toll. Muss ich wirklich sagen. Bei Just Spices habe ich auch den Code Just Claudi. Da könnt ihr entweder, jetzt aktuell auf den Adventskalender müsste das auch noch laufen, ne? 5 Euro sparen. Oder ihr bekommt für Umme mit dazu das Bratkartoffelgewürz, ist das aktuell auch mal was sehr Spezielles. Aber richtig cool, dass wir hier auch sowas drin haben. Also mag ich tatsächlich. Ist für mich ein cooles Produkt in der 22, weil gerade so in der Zeit vor Weihnachten hast du nicht vielleicht Bock, jetzt irgendwie so große Menüs zu machen. Dann machst du eben mal schnelle Küche, schnelle Nudeln, schnelle Pesto drauf, fertig ist die Laube. Mal gucken, was wir dann am Tag vor Heiligabend machen dürfen. Wahrscheinlich irgendwas barmäßig? Nee. Das ist interessant. Von Sentier Fernway, ein Eau de Toilette mit 10 Millilitern. Das habe ich letztens schon mal irgendwo drin gehabt und gesprüht, glaube ich. Ich meine, das war so zitrisch, aber gleichzeitig süß. So ein bisschen wie Zitronenkuchen, oder? Ich sprühe das jetzt nicht, weil ich muss noch gucken, ob ich das nicht sogar schon habe. Sehr geil, dass sie hier einfach mal ein Parfum reinmacht. Entschuldigung. Das finde ich richtig toll, Leute. Trommelwirbel, hier habe ich den 24. Dezember. Optimal wäre es, wenn die halt eine richtig große Größe von einem eigenen Samian-Produkt hier reinpacken würde. Das würde ich so hart feiern. Und sie hat es gemacht. Richtig geil. Normalerweise würde ich sagen, na, ein Gesichtsreinigungsprodukt in der 24 muss nicht unbedingt sein. Aber hier geht es wirklich darum, dass ich hier ein Originalprodukt habe von ihrer Marke, weil es ihr Adventskalender ist, ne? Und es ist halt... Ich finde es cool. Ich finde es einfach richtig cool. Das ist eine Soft Cleansing Milk, eine sanfte Reinigungsmilch. Hiermit machst du auch nichts verkehrt, weil ich glaube, jeder Hauttyp kann sowas gebrauchen. Wirklich jeder. Ne?
Das ist doch super. Da musst du dir keine Sorgen machen. Passt das jetzt wirklich jedem? Ja, tut es. Richtig geil. Egal ob männlich, weiblich, trockene Haut, sensible Haut, Mischhaut. Es ist einfach toll. Das freut mich. 150 Milliliter haben wir hier drin. Und das freut mich sehr. Kannst du morgens verwenden, kannst du abends verwenden. Hat einen süßen Spender. Und ich finde, das fasst sich auch richtig hochwertig an. Ich mag auch gerne dieses Hellblau zusammen mit dem, Braun-Gold, ist es ja fast schon Bronze, ne? Richtig, richtig tolle 24. Und ich sag's euch, wie es ist, Leute. Ich finde den Adventskalender insgesamt mega gelungen. Ich finde, wir haben hier tolle Produkte drin. Du hast hier nicht doppelt und dreifach irgendwelche Sachen enthalten. Es sind verschiedene Marken. Sie hat auch Sachen aus ihrer eigenen Marke hier mit reingepackt. Und ich finde, dass der auch eigentlich echt gut gestaltet ist. Es ist immer ein bisschen schwierig, als Content Creator halt so eine Bewertung für so einen Adventskalender abzugeben, weil einem oft vorgeworfen wird, entweder, dass man den Leuten in den Popo kriechen möchte oder dass man halt Kollegen schlecht machen möchte. Ich bewerte es einfach als jemand, der den Adventskalender selber gekauft hat. Und ich finde den Adventskalender toll. Es ist einfach ein schöner Mix. Wir haben ein bisschen Food dabei, wir haben ein bisschen Pflege dabei, ein bisschen dekorative Kosmetik und halt auch so ein paar Tools. Und ich finde, das ist ein schöner Adventskalender. Ganz einfach. Was sagt ihr dazu? Schreibt gerne eure Meinung mal in die Kommentare, da können wir uns gerne mal austauschen. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.